Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator auf der in dem Wild Farming Projekt. Bald nur noch zu viert, wenn es so weitergeht. Oder zu fünft. Mit Frizzy, Sachsen-Let's Player, Werner vom Burning Gamers, Ansgar von Nordrhein TV Play und den Guten. Hallo. 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 So. So. Was müssen wir jetzt alles? Wir brauchen einen Schafwagen, ne? Hattest du gesagt? Ein Schafwagen direkt. Schafwagen, okay. Nur für Schafe sagst du, okay. Gibt's. Guck mal, Ansgar. Komm. Was? Mit dem kannst du auch Wolle fahren gleich. Ah, wir brauchen aber noch ein Wasser. Den mieten wir uns aber, ne? Den Wagen? Welchen? Hä? Den Wagen, oder? Den Schafwagen? Was kostet der? Ich würde den gar nicht kaufen, sondern die liefern lassen. Das ist, glaube ich, zu teuer, wenn wir den Anhänger kaufen. Was kostet, was ist denn der Preisunterschied? Ja, also für die 24.000, die der Wagen kostet, bekommst du 6 Schafe. Verstehe ich nicht. Fahr mal hin. Ich also, glaube, das sieht man ja nur aber, unten, ne, in dem Menü. Oder? Aber was ist... Also was kostet es liefern lassen und was kostet es abholen? Das versuche ich jetzt herauszufinden. Ja, das müssen wir mal einmal vergleichen. Sonst mieten lohnt sich auf jeden Fall. Also kaufen glaube ich nicht, dass das Sinn macht, wenn mieten. Das ist Weil Mary's Farm, ne? Bin ich jetzt Schweine, ja, wenn man jeden Mary's Tag abfotografiert. Gehe ich mal die schöne Mary besuchen. Ihre. Aber nicht auf Unsinn, auf, naja, du weißt schon, ne? Ansgar. Also der Joskin kostet uns dann für eine Stunde 2600. Wenn wir den für eine Stunde mieten würden. Aber das Problem ist, wir brauchen ja immer wieder Schafe, wie wir Geld produzieren. Naja, dann sollten wir einfach das immer mal wieder für eine Stunde mieten, weil du kannst den 10-mal dafür mieten oder einmal kaufen, ne? Hm. Und so oft brauchen wir den ja gar nicht. In einer Stunde kannst du ja, keine Ahnung, 60 Schafe kaufen, fertig. Wenn du willst. Ja, okay. Da können wir spulen, ne? Weiß nicht. Wir müssen aber noch gleich striegeln, ne? Ja, aber das geht ja erst in der nächsten Wachstumsphase. Wie ja. Sind die von der Düngestufe? Wie sind die anderen Felder? Alle in der ersten, glaube ich. Nee. Sicher? Ja, die wurden doch angesät, mit der die düngt, oder? Hau mal ab hier, Mann. Ich glaube, in der zweiten Düngestufe sind die alle. Ja gut, da können wir ja immer noch drüber spriegeln. So. Sie wird mich wegballern. Oh. Wollen wir trotzdem düngen? Ja, ne? Alles ja, mit einem Striegel macht ja keinen Sinn, oder? Das dauert viel zu lange. Nicht? Ey, das hat eine gute Arbeitsbreite. Was denn? 12 Meter. Aber geht schon vorwärts. Du kannst ja auch 20 km/h fahren oder 25 oder so. Na gut, dann macht ihr mal. Aber man könnte ja auch, was weiß ich, die Wiese würde ich auf jeden Fall mit dem Striegel machen. Und düngen, man könnte ja, ja, zwei Leute, einer düngt, einer striegelt oder so. Dann treffen sie sich in der Mitte. Ist es zu früh noch? Müssen wir noch ein bisschen vorspulen? Kann es sein? Also, was sagen denn die Themen? Meiner Meinung nach. Gleich. Meiner Meinung nach. Ja, doch. Zweite Düngestufe. Ja. Außer Feld 23 ist in der ersten. Das ist Gras. Kann man es nicht düngen? Doch. Aha! Wisst ihr nicht? Weißt du auch nicht? Na doch. Ich sag, man kann es düngen. So. Da hatte man eine Diskussion in einer. Nee, lass mal das. Was denn? Was denn? Es hat mal eine Diskussion in einer Skype-Konvi gegeben. Die war ja sowas von lächerlich. Ja. Ja. Was? Also ich fand's sehr, sehr, na, wichtig. Hast du das nicht mitgelesen, wo ich mich mal mit dem, ich weiß nicht, wie der heißt, Holger? Nee. Ach, ja. Gut, ich wollte gerade noch sagen, komm, Namen nennen wir jetzt nicht. Ja, aber ich auch, aber jetzt auch zu spät irgendwie. Also, Holger war das auf jeden Fall. ich weiß ja, Holger, es gibt ja viele Holger, oder? Gibt's viele Holger? Ja. Also ich kenne einen. Scheißegal, auf jeden Fall habe ich mich. Hast du da nicht mitgelesen? Da ging es mal in der Skype-Konfi ganz gut ab, weil da ging mir tierisch auf den Piss, ey. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Nee? Da ging es ums Striegeln. Nee, um was ging's da?
Ja, doch, ging, glaube ich, um den Ölrettich oder so. Ja, um den großen Striegel, wo du auch was, wo du gleichzeitig Ölrettich mit ansehst und sowas. Ja. Genau! Gleichzeitig Zwischenfrucht sehr gering. Genau. Beziehungsweise ja. Gras kannst du, glaube ich, auch ansäen. Ist ja auch in echt so. Und der wollte mir aber einreden, das geht nicht. Also, der hat gesagt, das geht nicht. Ich hab's aber gerade eben noch gemacht. Der hat gesagt, nein, geht nicht. Aua. Ja. Irgendwann habe ich dann ein Video gesehen in der Konfi. Also, ja, weil der hat, das ist ja richtig böse geworden. Ich wollte nicht glauben. Ja. Und da habe ich dann gesagt, also jetzt mache ich kurze Aufnahme, stell das in die Konfi rein. Und dann ging es auf einmal, ach so, naja, mit dem Aufbau, na das ist klar. Ich habe aber 200 Mal circa geschrieben, welchen Striegel ich meine, aus dem Spiel. Und ich wüsste nicht, das ist genau dasselbe wie mit dem Radlader und dem Schiebeschild. Alle fragen immer, ob das ein Mod ist, wenn du dieses Schiebeschild an den Radlader machst. Ja. Aber ist das große ganz stumpf einfach konfigurierbar? Ja. Ja. Naja, aber da wollt ihr mir nicht glauben. Das war nicht so schön, sage ich mal, die Diskussion da zwischen uns. Aber hast du, ne? Wo finde ich denn hier die Preise raus bei Mary's Farm? Er müsste den Trigger die Taste R drücken. Werner, bist du dir sicher, dass du hier düngst? Ja, es synchronisiert sehr, sehr spät nach, leider. Siehst du, hier ist zum Beispiel dunkel. Weil hier steht nur, es wird eine Transportgebühr. Ja, auf der Karte sieht man's. Aber man es. Ah, da ist echt das beste GPS, oder? Ja. Wie hoch die ist. Wenn du jetzt, du musst jetzt meinetwegen, klick jetzt mal ein paar Schweine an. Schafe an, sorry. Dann kaufe ich die direkt. Nein. Achso, okay. Wartet mal, wir haben ein Problem, wenn ich das gerade mal durchrechne. Wir brauchen ein Wasserfass, weil die Tiere brauchen ja Wasser. Ja. Gehen die sonst nicht sogar kaputt oder wie war das? Also, die Liefergebühr oder pro Tier beträgt 200. Genau, 200. Pro Schaf also oder pro... Wenn wir mehr als pro Tier, egal Schafe welches. Holen, lohnt sich mieten. Also, egal welches Tier, 200 ist die Liefergebühr pro Tier. Also da sind wir mit Mieten am besten dran, glaube ich. Aber, nein, Moment! Nein, ich würde hier schon... Ach doch, ich das Problem das ist, liefern wir brauchen lassen. Einen Schwader, wenn wir die Wiese zusammenfahren. Wir brauchen das Mähwerk und wir brauchen das Wasserfass. Dann ist fast unser Geld alle. Also bei 20 Schafen sind das schon 4.000. 20 Schafe werden wir uns aber nicht leisten können. Sind 80.000. Ja, aber wir haben kein Gerät dafür. Schwader, aber was ist denn mit dem Raps? Der ist noch nicht verkauft worden. Doch, der Raps wurde verkauft. Was? Wir hatten ja vorhin 70.000. Ach Quatsch, Entschuldigung, Gerste wurde verkauft. Raps bin ich jetzt gerade dabei. Richtig, ja. Raps wurde noch nicht verkauft. Also da kommen nochmal 30. Also nee, 3, da kommen nochmal 40. Wir müssen auf alle Fälle davor die Maschinen haben, sonst bringt das nichts. Schafe im Schaden. Naja, wir können ja die Maschinen kaufen und dann kaufen wir halt die Schafe, ist schon klar. Na, also das macht schon Sinn, ist ja logisch, ja. Wie viel kosten denn die Maschinen insgesamt? Na, 9,5 kostet das Wasserfass. 60.000 für Maschinen. Was? Ja, eben. Wir brauchen zwei Mähwerke, vorne und hinten. Außer du willst nur mit 3 Metern mähen. Nee. Dann brauchen wir einen Schwader und ein Wasserfass. Sammelwagen haben wir ja, ne? Hammer. Jo. Also 60 sind weg. Dann kriegen wir halt nicht mehr so viel Schafe. Ja, aber komm, dann kriegen wir ja immer noch, da kriegen wir immer noch ein paar. Also 60? Ernsthaft? Das ist so viel. Ja, also der Schwader bekommen wir immer noch 28, Wasserfass 10. Bekommen wir immer noch 15 Schafe oder so. 20. Der Schwader, wie teuer? Warte. Ja, die Mähwerke kosten echt viel Geld. Die sind 53.000 schon, die Mähwerke. Nee. Warum? Was willst du kaufen? Eigentlich können wir nur Pöttinger Nova Cut vorne und hinten nehmen. Also für die Seite. Ja. Also das 302 und 301, weil die anderen sind zu groß für unsere Schlepper. Ja. Ja. Okay, sind 20.000, hast du Arbeitsbreite 6,10 Meter. Ja, ist ja okay. Dann Schwader. Welchen hast du gedacht? Den Zweikreisel logischerweise, ne? Ja, der Einkreisel ist ein bisschen sehr ineffizient. Ja. Zweikreisel-Schwader. Und ein Wasserfass, da gibt's halt nur eins. Außer wir wollen jetzt einen Zubringer, aber das können wir uns erst recht nicht leisten. Ne? Wir müssen auch irgendwann mal in Traktoren investieren. Dabei ist die Maus keinen Faden ab, ne? Mhm. Haben wir einen Traktor jetzt verkauft? Ja. Ach, haben wir auch schon. Oh Gott. Und Traktoren sind richtig teuer, ne? Ja. Aber Schafe sind doch so ineffizient.
Bis da ja, so ein Kackding Wolle rauskommt. Das dauert ewig, bis wir das Geld wieder drin haben. Aber jetzt haben wir uns ja eigentlich schon dafür entschieden. Na, eigentlich ja, noch haben wir nichts ausgegeben ja. für die Tiere. Okay. Ja, wir können auch für Kühe, aber bei den Kühen investierst du halt gleich nochmal 100.000 mehr, weil du einen Mischwagen brauchst, eigentlich eine Ballenpresse und gibt's so. Eine Futtermischstation gibt's ja nicht, ne? Platzierbar, ja. Gibt es sie hier drin? Nee. Nein. Ja, aber das ist ja wieder so ein komisches. Aber wer war denn das? Jetzt fängt ja wieder an, dass das komisch ist. Ja, aber die wird ja das auch ist Geld nicht kosten. Die wird ja wahrscheinlich nicht 1 Euro kosten. Nee, die kostet 120.000, glaube ich. Ja, guck mal, da kannst du. Ein Mischwagen kostet 40. Das ist halt schon die Frage, ob das dann stimmt. Das stimmt. Also, es ist echt. Finanziell finde ich generell, dass das der LS befinden uns deutlich schwieriger geworden ist. Ne? Ich denke, wir sollten aufhören. Ja. Das hat keinen Sinn mehr. Wir sind wir sollten jetzt nur noch in Solaranlagen. Also, ich spiele StarCraft. Die rentieren sich Poster verkaufen. Auf dem Hof. Was soll man verkaufen? Poster. Wer ist der Bestaussehendste von uns? 7 Euro großes Poster zählen. Wer ist der Bestaussehendste von uns? Das ist eine dumme Frage. Warum? Doch klar. Wer denn? Erzähl mal. Halt. Okay, Randy, auf zum Bahnhofsklo. Es nützt nichts, du musst jetzt Geld verdienen gehen. Was? Ja, dein Sohn hat dich gerade gemeint. Sorry. Ja, ja. Der ist alt, den hab ich schon gebracht. Aber, na ja, gut, dann. Das ist so schlecht, Chris. Ja, auf jeden Fall, ja, dann Schafe, ne? Bleibt uns nichts. Ach! Ich hab ne. Weißt du, was wir total vergessen haben? Ja, ich weiß es. BGA, 300k ja. sind da noch drin. Und Raps ist weg. Und ich hab gerade einen dicken Baum abgegeben, also haben wir gerade auch noch ein bisschen Geld davon gekriegt. Wie viel hast du gekriegt? Erzähl mal. Weiß nicht, 1000, 2000? Das ist auch schon wieder ein Schaf. Nur ein ja, halbes. Ist nur ein halbes. Wir sind gerade in der finanziellen Situation. Das, aber das, wie soll uns da lustig drüber machen? Ja. Entschuldigung. Aber wieso ja, steht jetzt wieso steht jetzt der Anhänger hier unten? Der Traktor mit allen Anhängern. Weil die Abladestation eine Zugabladestation war. Aber wieso lädst du denn nicht alles ab? Ist doch alles abgeladen. Nee, sonst würde ich es ja nicht sagen. Was ist denn in den Hänger noch drin? Ist doch gar nichts mehr drin. Doch, Kops, 6000. Über 6000. Lol. Na gut, dann Kebab. Lel. Ja, Lel. Ach, Mann. Alles muss man selber machen, Mann. Alles. Bei wem? Hä? Bei wem? Einmal bei mir? Profis. Nein, ich habe gesagt, immer muss man alles selber machen. Oder, Manus? So. Ach so, oder, Manus. Ich habe verstanden, bei Manus. Drei Anhänger, sieht aber auch lustig aus. Weil das ist ja existenziell. Haben wir uns jetzt final für Schafe entschieden? Also ich finde, wir sollten da jetzt echt nochmal eine ernsthafte Diskussionsunde einleiten, ja? Ich bin sowieso für Schweine. Dann wir sollten also einmal unsere Schwingungen testen. Also, ich sehe das schon ein. Ich sehe das schon ein, dass Schafe wahrscheinlich das Einzigste ist, was wir uns aktuell leisten können, obwohl wir echt viel Geld haben, wie ich finde. Lass uns das doch demokratisch abstimmen. Ne? Ja. Wie genau funktioniert es denn mit der BGA? Was ist da jetzt noch drin? Und da liegen 300.000 Liter gehäckseltes Dingsbums-Tralala drin und das. Und wann ist das fertig? Ja, bald. Also wir haben das komplett verdichtet das letzte Mal und zugedeckt und ich kann mal hochfahren und kann mal gucken, wie der Gärstand ist. Ja, ich fahr mal selbst hoch. Und da. Ich kann aber auch hochfahren. Davon hängt dann ja vielleicht ab, ob wir. Ich könnte auch hochfahren. Kaufen können. Ich kann auch hochfahren, kannst ja. Kannst du aber hinspringen, wenn du Zeit fahren wolltest. Ich kann. Ach ja, stimmt. Man kann auch an die BGA springen. Nee, kannst du auch hochfahren, Ansgar. Ja, schon schick aus. Wie kann man ja denn springen? Ja. Ja, auf der Karte auswählen und besuchen. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Unverkauft. So, neues Feature entdeckt. Auf der Karte BGA besuchen. Dann schauen wir doch mal. Was macht dieses Ding da? Striegeln. Das ist, nennt man das in der Umgangssprache? Unkraut. Unkrautzupfen. Ja, und lockert halt 50% oberflächlich. 50, okay. 50%. Okay. Das Problem ist, ich weiß nicht. Warte mal, da muss ich mal schauen, wie der Preis ist. Ja. Ich meine, die wurde ziemlich abgewertet im Vergleich zu den letzten LS-Zahlen, die BGA. Oh, also das ist aber teuer, ey. Der Radlader kostet Mieten 16.000? Ja, die balancieren das halt schon so aus, dass du dir da nicht die goldene Nase verdienst, ne? Das lohnt aber nicht, den zu mieten, glaube ich. Ja.
Weil da oben, da machst du dich adlig, ne? Mit den 300.000 rausschaufeln. Ja, ist kein Problem. okay, ja. Du hast einen Job. Also das müssen wir auch das müssen wir zu dritt machen. Wäre es dann nicht besser, wenn wir da oben mit den Hängern vorkommen? Und dann? Die beladen und dann verkaufen, was nicht geht, schon gut. Naja, ist ja egal. Rausschaufeln musst du so oder so. Da kannst du auch direkt ins Links schaufeln. Ich habe halt, gedacht, wenn wir die in die Hänger, das geht schneller und dann nur noch verkaufen fahren, aber. Nee. Wie viele Liter hatten wir da in dem Silo drin an der Biogas? 300, über 300. 300. Also haben wir ungefähr 100.000 Euro da oben. Sind wir bei 270. Also Fakt ist aber eins, mit den Kühen, die kosten eben auch 5.000, ne? Ja. Also wir kriegen also 20 Kühe für 100.000. Geld, um 100 Kühe oder so zu kaufen. Das Problem ist aber, ich sehe halt auch das Problem, dass wir einfach auch mal leistungsstärkere Traktoren brauchen, um das eben zu machen. Also wir brauchen 10 Millionen Kredit. Ich sehe das Problem, dass wir das in der nächsten Folge auch noch diskutieren müssen. Ich sehe jetzt das Problem, dass die Folge am Ende ist, will mir Werner sagen. Durch die Blume. So, hast du gemerkt, Füsi? Hast du es gemerkt, wie man es auch machen kann? Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut bei den anderen vorbei, lasst das Däumchen da und wir sind erstmal raus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.